meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der Abschlussveranstaltung in unserer Ring-Vorlesung. Das Haus ist nochmal sehr schön voll geworden. Prima, dass wir nochmal ein so großes Abschlussplenum zustande bekommen. Bevor ich mit einem kurzen Rückblick, der gewissermaßen für unsere Diskutanten dann eben auch ein Auftakt bilden kann, bevor ich damit starte, zwei Dinge zu Beginn. Organisation, Sie kennen das, das muss immer wieder sein. Zum Ersten eine Liste, die ich in der letzten Veranstaltung schon herumgegeben habe. Es ging um Interessebekundungen hinsichtlich Exkursionen zur Vervollständigung der Inhalte dieser Ringvorlesung in der Praxis schauen. Wir würden versuchen, dann nämlich Gehöfte im Sommersemester anzusteuern, an einem Samstag oder mehreren Samstagen. An Samstagen kommt man nicht vorbei. Wer also daran zur Ergänzung dieser Ringvorlesung Interesse hätte, der dürfte sich auf dieser Liste, die schon eine ganze Reihe von Namen hat, noch eintragen und dann würden Sie, wenn alles gut geht, im Sommersemester per Mail eine Benachrichtigung, eine Einladung erhalten. Das Zweite, die Stiftung Leben und Umwelt, die ja nun maßgeblich diese Veranstaltung mitorganisiert und gestaltet hat, ist interessiert an Ihrer Meinung zu dieser Veranstaltung. Es gibt also einen Evaluationsfragebogen, die Studierenden kennen das schon. Der sieht aber anders aus als der von unserer Universität. Es sind ein paar andere Fragen, aber es läuft letztendlich auf dasselbe hinaus. Sie sollen Ihre Meinung kundtun dürfen. Dazu gebe ich diese Fragebögen auch hier ins Leben. Das ist schon die Organisation und nun möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch in Vorbereitung dieser Diskussion, die wir hier führen wollen, einmal kurz darzulegen, was haben wir bisher gemacht, was haben wir bisher geschafft, was ist der Erkenntnisstand. Und es sind eigentlich drei große Bereiche, Strukturwandel blau, Probleme rot und Handlungsoption grün. Danach ist es gegliedert. Und ich beginne mal mit ganz kurzem Durchlauf. Ursprung, weshalb wir heute hier sitzen, eigentlich schon das gesamte Wintersemester hier zusammen verbringen. Ursprung aller Probleme ist eigentlich, dass vor und erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg es die industrielle Lohnkonkurrenz gegeben hat, mit der Folge, dass die Industrie massiv Arbeitskräfte aus dem Agrarsektor abgeworben hat. Es dort erstmals in der Geschichte der Menschheit eigentlich zur Arbeitskräfteknappheit kam, was wiederum die Bauern zur Maschinisierung zwang. Maschinisierung geht aber nicht für alle Betriebszwecke eines landwirtschaftlichen Hofes, sondern Maschinisierung zwingt automatisch, weil man eben nur begrenzte Kapitalmittel zur Verfügung hat, zur Spezialisierung, Ackerbau, Viehwirtschaft und darin selbst nochmal tiefgreifend spezialisieren. Maschinisierung löst aber leider auch Kostendruck aus. Das korreliert mit einem allgemeinen Anstieg von Preisen, aber auch des gesellschaftlichen Konsumniveaus, in dessen Folge sich Landwirte mehr Gewinn wünschen. Deshalb auch maschinisieren, im Umkehrschluss allerdings aufgrund des Kostendruckes einfach auch es schwieriger haben, mehr Gewinn zu erwirtschaften. Mehr Gewinn ist über Ertragsstabilisierung und Ertragssteigerung möglich und das leitet die Chemisierung über Düngerantrag, Pestizide oder in der Tierzucht Medikamente ein. Der Kostendruck bewirkte eine stark sinkende Zahl von Betrieben und das führte bei weitgehender Konstanthaltung der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland letztlich zu wachsenden Betriebsgrößen. Die sinkende Zahl von Betrieben setzte dann auch in hohem Umfang Arbeitskräfte frei. Außerdem führen die wachsenden Betriebsgrößen tendenziell zum Landgrabbing, also zur Beanspruchung von Land durch Investoren, nicht nur in sogenannten sich entwickelnden Ländern, sondern durchaus auch bei uns, was der Ökolandwirtschaft im Übrigen auch das Leben ein bisschen schwer macht. Die Chemisierung führt über Nitratbelastung und über Rückstände in Nahrungsmitteln, die auch aus der Massentierhaltung stammen, und letztendlich zu einer Gesundheitsgefährdung. Und der
Biodiversitätsverlust mit einer zunehmenden Monokulturisierung der Landwirtschaft ist ein weiterer ökologischer Nachteil. Das Netz ist schon sehr groß. Die grüne Farbe, die Handlungsoption fehlt noch, deshalb muss ich das ein bisschen verkleinern. Und wir haben uns hinsichtlich der möglichen Handlungsstrategie natürlich ganz intensiv mit der ökologischen Landwirtschaft auseinandergesetzt. Es gibt noch einen Teilzweig, der nur am Rande angesprochen worden ist, das ist der integrierte Pflanzenbau, der eigentlich an der konventionellen Bewirtschaftung nichts grundlegend ändert, aber zumindest die Düngereintrag oder auch den Pestizideintrag minimieren möchte und insofern bestimmte auch günstige Wirkungen hat. Die ökologische Landwirtschaft wirkt hier sehr viel umfassender. Sie wird natürlich gleich am Beginn der Problemkette auf die Chemisierung, indem sie genau darauf verzichtet. Außerdem gibt es dort ein eigenes Preisregime, in dessen Folgen es leichter ist, mit den Erträgen hinreichende Erlöse zu erzielen. Ich mache mal wieder, gerade auch bei den Exkursionen, von denen eben die Rede war, die Erfahrung, dass gerade in der Ökolandwirtschaft noch etwas hinzukommt, dass dort nämlich von Gewinnmaximierung, wie man es aus der Volkswirtschaftslehre ja kennt, als typisches Unternehmerziel, gezielt abgesehen wird, sondern eher das Suffizienzprinzip der Nachhaltigkeitswissenschaften realisiert wird. Es ist also eher die Frage, wann ist genug, auch hinsichtlich des Einkommens, des Erlöses. Die ökologische Landwirtschaft ist in der Lage, dem Biotop- oder Biodiversitätsverlust entgegenzuwirken. Außerdem werden dort tendenziell wieder mehr Arbeitskräfte benötigt. Das Landgrabbing macht aber, wie schon gesagt, der ökologischen Landwirtschaft Probleme. Es gibt weitere Handlungsakteure, von denen wir im Laufe der Vorlesung gehört und über die wir auch gesprochen haben. Die Konsumenten, zwar Gegenstand mehrerer Vorträge, sind wichtig. Natürlich haben Sie über Kaufentscheidung die Möglichkeit, ökologische Landwirtschaft zu stärken. Sie können noch mehr tun. Sie können auch nicht ökologische, aber aus der ökologischen Perspektive vielleicht günstige Produkte doch auch an anderer Stelle erwerben. Und Sie können auch entweder fleischlos leben oder zumindest Produkte aus der Massentierhaltung vermeiden. Sie können sogar, das war Gegenstand in der letzten Vorlesungssequenz über Urban Gardening, einen eigenen Beitrag zur Ernährungssouveränität leisten. Sie können ferner auf Politik und Handeln einwirken. Die Politik, ich erinnere an den Einstiegsvortrag von Renate Künast, als es darum ging, hier ein Food Movement, eine Bewegung für gesunde Lebensmittel ins Leben zu rufen. Die Politik kann wirken. Sie kann bei Vorgaben dem Biodiversitätsverlust entgegenwirken. Ich denke hier insbesondere an die Säule 2 der EU-Agrarpolitik, über die wir gesprochen haben, wo es letztendlich um naturschützerische Dienstleistungen geht, die seitens der Bauernschaft auch entlohnt werden können. Die Politik kann über Vorgaben, Richtwerte, Grenzwerte, mindert auf Nitratbelastung und auf Rückstände in Nahrungsmitteln einwirken. Sie kann ferner auch bestimmte ethisch problematische Umgangs- und Aufzuchtformen in der Massentierhaltung untersagen oder reglementieren. Der Handel hat auch Einwirkungsmöglichkeiten. Er kann auslisten, so hieß der Begriff, den ein Vortragender gebraucht hat. Er kann hinsichtlich der problematischen Produkte auslisten und hinsichtlich ökologischer Landwirtschaft und den integrierten Pflanzenbauprodukte auch gezielt bewerben und bevorzugen. Und der Bildungssektor, das war ja etwas, was ich auch persönlich immer wieder ein bisschen in den Vordergrund gestellt habe, ist nochmal ein eigener Akteur. Der Bildungssektor kann sowohl auf Produzenten einwirken im Sinne der Vermittlung entsprechender ökologisch nachhaltigerer Methoden, Produktionsmethoden in der Landwirtschaft. Der Bildungssektor kann selbstverständlich auch auf Konsumenten einwirken. Letztendlich steht der Bildungssektor in einem Wechselverhältnis mit der Politik. Ich glaube, auch Politiker können sich bilden, aber umgekehrt werden in der Politik auch die Rahmenrichtlinien, wie das früher hieß,
für ihre Unterrichtsfächer erlassen, wo wir dann konstatierten, dass für den Kopf eine Menge gemacht wird, aber vielleicht doch zu wenig für die Hand, über die man auch lernen kann. Das Bild ist sehr komplex geworden. Das ist wie immer in der Wissenschaft eigentlich recht einfach, wenn man es durchblickt. Wir wollen versuchen, dieses komplexe Bild hinsichtlich dreier Fragen in der Diskussion weiter auszuleuchten. Wie sieht es in Niedersachsen aus? Das ist die erste Frage. Wie sieht die Landwirtschafts- und auch die Verbraucherpolitik zurzeit aus, beziehungsweise wie soll sie in Zukunft aussehen? Aber in Niedersachsen sind die Verhältnisse eben auch durch übergeordnete Ebenen beeinflusst. Deshalb muss die zweite Frage lauten, was soll der Bund tun? Und natürlich die dritte, was muss sich insbesondere 2020 zur Neuaufstellung der EU-Agrarpolitik auf europäischer Ebene tun? Mit mir werden hier vorne diskutieren Professor Dr. Carola Strassner von der Fachhochschule Münster, Fachbereich Ökotrophologie, Dr. Christine Kellnitz von der Stiftung Leben und Umwelt, sie ist Fachreferentin für internationale Agrarpolitik, und schließlich unser Landwirtschaftsminister hier in Niedersachsen, Christian Meyer. Ich bin gespannt auf unsere Diskussion, die wir gleich führen werden. Die Diskutanten haben zunächst die Gelegenheit, zu diesen drei Fragen selbst etwas zu sagen. Und anschließend kommen wir teils hier vorne, teils aber auch mit Ihnen, wie üblich muss ich sagen, mit Ihnen ins Gespräch. Ich achte darauf, wenn Fragen im Plenum sind, dann werden wir die sehr gerne berücksichtigen. Let's start. Wir haben uns schon darauf geeinigt, Ladies First walten zu lassen. Das heißt, ich darf Sie zunächst, Frau Strassner, bitten, hinsichtlich dieser drei aufgeworfenen Fragen ein kleines Eingangsstatement zu halten. Müsste schon mal sein. Einfach hineinsprechen. Ja, ganz herzlichen Dank. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, von meiner Seite. Ja, ich habe mir ziemlich viel auf die Liste getan. Ich denke, das können wir hoffentlich in der Diskussion dann vertiefen. So versuche ich mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen. Ich komme aus NRW, Hochschule Münster. Das heißt, in Bezug auf Niedersachsen würde ich mal in Richtung, was ich mir so vorstelle für Bundesländer, eingehen. Und da sind ein paar Elemente, die ich besonders wichtig finde. Eines davon ist das Thema Städteplanung. Wir haben es hier mit Landwirtschaft, wie Sie auch schon in dem Semester gehört haben, ganz viel mit dem Thema Flächenanspruch, Wettbewerb um Flächennutzung zu tun. Und das hat auch was damit zu tun, wie entwickelt sich unser urbanes Umfeld. Der Trend ist ununterbrochen, dass wir in Städte ziehen, in Deutschland wie weltweit. Und wir müssen uns der Frage stellen, wie werden unsere Städte uns ernähren? Und das müssen wir bei der Planung berücksichtigen. Was für mich damit zusammenhängt, aber auch noch darüber hinausgeht, ist die Frage der angemessenen Entscheidungseinheit, der politischen Entscheidungseinheit für Fragen der Ernährung und dem Ernährungssystem. Und ich bin immer mehr der Auffassung, dass diese Einheit eigentlich die kommunale Einheit, die städtische Einheit sein muss. Wenn es um die Frage geht, wie stellt eine Region, eine kleinere Region, ihre Ernährungssouveränität her, dann muss das auch möglich sein, vorwiegend auf dieser kommunalen Ebene zu regeln sein. Dann ist auch mein Appell an ein Land wie Niedersachsen, aber grundsätzlich eigentlich an alle Bundesländer und Staaten, Kleinteiligkeit und Vielfalt zuzulassen, zu erlauben und zu unterstützen, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern insgesamt im gesamten Ernährungssystem. Dann komme ich auch gerne zum Thema Bildung. Auch das ist bei uns im föderalen Deutschland doch noch eine Ländersache sehr stark. Manchmal würde ich mir beim Thema Schulverpflegung wünschen, das wäre eine Bundessache. Es geht sehr wohl um Bildung, das ist was, was ganz kritisch ist. Wir müssen uns aber klar sein, es ist was, was langfristig ist. Wenn wir jetzt vielleicht neue Fächer, neue Inhalte und Aufgaben in Schulen bringen, dann werden wir das Ergebnis in 10, 15, 20 Jahre erleben. Und so lange können wir nicht warten. Das heißt aber, dennoch müssen wir uns dem stellen, müssen da was tun.
die Inhalte werden eher mit der Frage auseinandersetzen müssen des Erhalts von dem, was wir noch erhalten können, und der Frage der Resilienz in unserem System. Dann auf der Bundesebene habe ich eine Bitte und einen Wunsch, dass wir die Polarität in der Diskussion und der Debatte aufheben. Wir hören sehr, sehr viel die Landwirte, die Verbraucher, manchmal die Politik, die Verbraucher, die Politik, die Landwirte. Und ich glaube, diese Polarität bringt uns nicht weiter, die lässt uns in unseren Positionen verharren. Wenn wir wirklich ernsthaft von Transformation, nicht von Wende, nicht von Wandel, sondern von Transformation reden wollen und da tätig wollen, dann brauchen wir alle, und wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch die Hersteller und die Händler brauchen. Dann ist auch mein Wunsch, dass wir Freiräume haben zum Ausprobieren, zum Experimentieren, zum Fehler machen. Wir brauchen die, das heißt, wir wollen die haben und sie müssen geschützt werden. Dafür brauchen wir die Politik. Und das gilt auch fürs Unternehmerische. Wir brauchen mehr sozioökonomisch orientierte Lösungen für die Probleme. Das muss möglich sein. Pluralität zulassen und fördern für vielfältige Lösungen in der Transformation. Und der Appell, Machtverhältnisse in Balance bringen, ausgleichen. Ich glaube, nur da kann der Staat eingreifen. Und ich glaube, wir müssen hierzulande, und auch der Bund muss da bereit sein, für eine weitere Diskussion. Selbst wenn wir hier meinen, wir kommen voran und sind auf gutem Weg, wir werden peu à peu weitere Bereiche unserer Leben anfangen zu diskutieren. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Was ist ausreichendes Verdienst und so weiter? Auf der europäischen Ebene Richtung 2020, das ist ja, kommt ja immer näher im Sauseschritt, geht es meines Erachtens insbesondere um das Thema Umweltleistungen. Das heißt, die Wertevermittlung von diesen Umweltleistungen. Und im Grunde genommen geht es um eine Internalisierung statt einer Externalisierung. Wir sollten endlich die Multifunktionalität in der Landwirtschaft auch richtig anerkennen. Das wäre für mich einer der vordergründigen Aspekte, die anzugehen ist. Und ich glaube, nur damit kommen wir auch runter oder weg von dem, es geht immer billiger. Das Thema Standards oder auch Vorgaben müssen wir meines Erachtens auch weitestgehend auf EU-Ebene regeln, nicht auf Bund- oder Länderebene, weil wir weltwirtschaftlich gesehen nur als EU-Raum an Kraft und Macht entfalten. Da ist ein Bundesland, eine Staatengröße nicht wirklich von Relevanz auf Weltwirtschaftsniveau. Und unser Ernährungssystem ist global verflechtet und das wird auch nicht so schnell rückgängig oder aufzulösen sein. Das heißt, hier brauchen wir einen Ansatz auf dieser Seite. Was ich mir noch insgesamt wünsche, ist, dass wir nicht so sehr auf der Produktebene diskutieren. Wir reden sehr, sehr viel über Lebensmittelprodukte und man hört immer wieder die Sätze, ja, Bio-Lebensmittel sind teurer, fair gehandelte Produkte sind teurer, nachhaltige Produkte sind teuer, und es schwingt mit, die sollen teurer sein, die dürfen teurer sein, und der, der zahlen kann, der soll halt bitte zahlen dafür. Wir müssen eher den Rahmen setzen, was kostet uns unsere Ernährungsform? Was kostet Diet nach dem englischen Verständnis? Wenn ich mich so ernähre wie der Bundesdurchschnitt nach der nationalen Verzehrstudie, wird die Ernährungsform über ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre gesehen andere Kosten verursachen, als wenn ich beispielsweise über Zeit viel weniger Fleisch, viel mehr Rekursaisonal esse. Also da wünsche ich mir auch einen anderen Rahmen, den wir um diese Diskussion stellen. Und schlussendlich würde ich gerne nochmal das Wort Transparenz aufgreifen, weil für mich dieses Wort sehr häufig genannt wird, das ist sowas, was wir als ideal sehen und uns wünschen und alle sagen, ja, wir müssen mehr Transparenz herstellen. Ich glaube, Transparenz wollen wir dann, wenn wir selber was überprüfen wollen und wenn wir nicht mehr Vertrauen haben.
Und ich glaube, in Zukunft umso mehr wird es ein Kampf sein, wem schenken wir Vertrauen an verschiedenen Instanzen im Ernährungssystem. Und damit ist dieser Kampf um Vertrauen auch ein Kampf um unsere Ohren und unsere Augen. Und letztendlich damit ein Kampf um, wer wird wahrgenommen und wer hat das Geld, uns diese Signale für Ohr und für Auge zu senden. Da auch wieder sehe ich Raum für Politik, dass man da etwas mehr Fairness in diesem Verhältnis herstellen kann. Das kann meines Erachtens nur von der politischen Seite als Gegengewicht gestellt werden. Soweit zunächst. Danke. Dankeschön. Internationale Verbrechung, das ist doch ein gutes Stichwort für Sie gewesen. Das stimmt. Wobei ich mir so gedanklich den Rahmen gespannt habe, ne, von der Überschrift jetzt auch, wie jetzt nur besser, und dann so gedacht habe, also das geht auf jeden Fall gar nicht. Also wir brauchen definitiv wirklich eine Wende, eine Transformation und so weiter. Und eine ganz große Herausforderung aus meiner Sicht ist, dass wir es jetzt schaffen, die Chance zu greifen. Und ich glaube, im Moment ist ein ganz großer und guter Moment, einen Wandel in der Landwirtschaft zu gestalten. Wir haben Ende des letzten Jahres die Klimaverhandlungen in Paris gehabt, haben ein mehr oder weniger ambitioniertes Abkommen geschaffen, wo drin steht, die Welt soll sich nicht um mehr als 1,5 Grad erwärmen. Wie genau das geschehen soll, steht nicht drin. Aber dass das geschehen soll, steht drin. Die Landwirtschaft kann, sollte durchaus eine absolute Schlüsselrolle darin spielen. Wir haben aber auch Ende des Jahres, oder besser gesagt Mitte des letzten Jahres, die Agenda, zwar die Nachhaltigkeitsziele 2030 beschlossen, wo viele von Ihnen werden die wahrscheinlich kennen, gesagt wurde, wie soll sich die Welt eigentlich nachhaltig entwickeln. Wenn wir diese Agenda 2030 ernst nehmen, auch dann muss die Landwirtschaft eine absolute Schlüsselrolle spielen. Die Bertelsmann Stiftung hat sich im letzten Jahr schon mal so angeguckt, wie sind denn eigentlich so die Industrieländer aufgestellt, wenn es um die Umsetzung der Agenda 2030 geht. Und Deutschland wurde da für einige Indikatoren gar keine so gute Note gegeben, weil ganz klar ist, die Landwirtschaft, so wie sie im Moment stattfindet, widerspricht vielen der Indikatoren für die globale Nachhaltigkeitsagenda. So, und dann, also sozusagen, das ist erstmal so der große Rahmen. Es gibt also auf jeden Fall Handlungsbedarf. Plus, die Landwirtschaft hat nicht das beste Image im Moment, die Fleischwirtschaft schon gar nicht. Und das Schöne ist aber, die Menschen in Deutschland kritisieren das nicht nur, die haben auch ein total großes Interesse am Wandel. Das Bundesministerium für Landwirtschaft hat Anfang Januar eine Studie veröffentlicht, die heißt Deutschland, wie es ist. Und das ist unter anderem, ist da drin eine repräsentative Umfrage veröffentlicht worden, in der deutlich wird, ein ganz großer Teil der Deutschen möchte, dass die Landwirtschaft umweltfreundlicher wird. Sie möchte, dass die Tiere anders gehalten werden, also tiergerechter werden, und ein großer Teil der Bevölkerung möchte, dass die Bauern mehr Geld kriegen. Das sind erstmal super Voraussetzungen dafür, politisch umzugestalten. Und ich würde mal sagen, das ist ein Window of Opportunity, weil noch vor 10 Jahren, 15 Jahren oder 20 Jahren, als ich Landwirtschaft studiert habe, hat sich kaum jemand für dieses Thema interessiert. Das Essen, Landwirtschaft und Ernährung war überhaupt kein Thema. Das ist anders jetzt. Und zwar nicht nur in kleinen Nischen, sondern in großen Teilen der Bevölkerung. Und das Schönste an dieser Studie, fand ich, war ein Teil der Umfrage, der sagte, die Menschen sind durchaus auch bereit, und zwar wirklich 90% der Menschen in Deutschland sind bereit, mehr auch für Fleisch auszugeben, in dem Moment, wo die Tiere besser gehalten werden. Diese Chance müssen wir nutzen jetzt, und zwar auf allen Ebenen, sowohl Bundeslandebene, national und europaweit. So. Und was muss konkret passieren? Ganz klar, ehrlich gesagt, haben Sie einige von den Sachen, die ich mir so überlegt habe, auch durchaus vorhin schon gesagt. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Politik die richtigen Anreize setzt. Wir müssen die Subventionen umsteuern. Wir haben immer noch diese gigantische erste Säule, in der wir sagen, Geld nach dem Gießkannenprinzip an die letztendlich weitergeben, die Land besitzen. Das
kann nicht der Sinn von öffentlichen Geldern sein, sondern das sind Sie und ich, die diese sozusagen Subventionen bezahlen. Wir subventionieren unsere Landwirtschaft, weil sie ein besonderer Sektor ist, weil sie auch öffentliche Aufgaben erfüllt. Und genau dafür sollte aber das öffentliche Geld dann auch eingesetzt werden. Das heißt, es muss ganz, ganz klare Kriterien geben, was will die Gesellschaft von der Landwirtschaft und was muss dafür, wie wird das dann auch entlohnt. Dann finde ich, dass wir unbedingt grundsätzlich in der Politik ein Umdenken brauchen, weg von dem quantitativen und exportorientierten Denken hin zu einem viel größeren Qualitätsdiskurs. Im Moment exportieren wir als Deutschland immer mehr Schweinefleisch, immer mehr Geflügelfleisch und so weiter. Trotzdem schließen immer mehr Betriebe, und zwar bundesweit. Alleine in allen, ich glaube in fast allen 16 Bundesländern haben in den letzten 20 Jahren bis zu 80% oder über 80% der Betriebe die Schweinehaltung aufgegeben. Und das liegt natürlich daran, dass die Bauern von dem, was sie im Moment bekommen, einfach nicht überleben können. Das heißt, wir brauchen eine wirklich andere Art der Produktion, andere Art auch der Entlohnung. Aus meiner Sicht brauchen wir eine größere Produktdifferenzierung. Wenn Menschen bereit sind, mehr für bessere Produkte auszugeben, reicht es nicht mehr nur zu sagen, wir haben auf der einen Seite Bio und auf der anderen Seite haben wir konventionell. Ich glaube, wir brauchen eine größere Ausdifferenzierung. Vorhin sind schon Standards, Labels, diese ganze Diskussion ist gefallen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da müssen wir ran. Sehr wichtig ist es aus meiner Sicht auch, dass wir weiter die Konsumenten wirklich informieren. Das haben wir in den letzten Jahren ganz viel getan als Heinrich-Böll-Stiftung. Wir haben immer wieder die Fleischatlanten veröffentlicht. Ich halte mal einen hoch. Das ist sozusagen der von diesem Jahr. Wir haben aber in den letzten Jahren auch immer schon einen rausgegeben. Und da haben wir gemerkt, wie riesig groß das Interesse ist, über das Thema Fleisch zu sprechen. Wir haben inzwischen von jedem dieser Atlanten mehr als 100.000 Stück verteilt, verschickt, sozusagen einfach nur in Printform. Und das heißt, die Menschen wollen über Fleisch reden, sie wollen mehr darüber wissen. Und nur in dem Moment, wo man was über die Produkte weiß, kann man auch verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Und jetzt nochmal zu Niedersachsen konkret. In Niedersachsen wurden im letzten Jahr ungefähr 350 Millionen Hühner geschlachtet, in einem Jahr. 19 Millionen Schweine. Das ist extrem viel. Und jetzt mal mit Ausblick auf 2020. Ich würde mir wünschen, dass es weniger wird. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es nicht mehr 350 Millionen Hühner sind. Ne? Und da müssen wir ran. Wir müssen auch den Konsumenten, also Ihnen, mir, wir müssen darüber reden, müssen wir eigentlich dreimal am Tag Fleisch essen? Fühlen wir eigentlich wirklich eine Verzichtsdebatte, wenn wir sagen, wir essen ein bisschen weniger Fleisch, dafür qualitativ hochwertigeres? Und deswegen, also ich glaube auch diese ganze Frage um Bildung. Ja, wir brauchen eine andere Bildung für Konsumenten und Konsumentinnen, aber wir müssen aus meiner Sicht ganz stark kommunizieren, wir führen eigentlich wirklich eine Qualitätsdebatte und auch eine Lebensqualitätsdebatte, weil es ist nicht Luxus, dreimal am Tag Billigfleisch zu essen aus riesigen Mastanlagen, sondern wir brauchen eine andere Fleischwirtschaft, in der unsere Tiere anders gehalten werden. Genau, und ich glaube auch, dass wir die Produzenten mitnehmen müssen, unbedingt. Wir müssen kommunizieren, vernünftige Preise für eine gute Landwirtschaft und für gut gehaltene Tiere, für gute Produkte. Aber, wenn Sie gerade auch die Polarität angesprochen haben in der Debatte, ich glaube, es hilft auch nicht zu verschweigen, das wird vielleicht auch einigen wehtun. Und ich glaube, dass es dann nicht umhin geht, auch zu polarisieren. Wir brauchten das in den letzten Jahren, glaube ich, sehr, sehr doll. Auch einfach mal zu sagen, stopp, so nicht weiter, diese Landwirtschaft wollen wir nicht mehr. Dadurch hat sich die Debatte relativ stark polarisiert. Aber wir haben unglaubliche Mengen von Menschen auf die Straße bekommen, jedes Jahr wieder im Januar.
zu der großen Demonstration in Berlin, die ja auch gerade wieder stattgefunden hat. Wir haben es satt. Demonstrationen sind per se so gedacht, auch zu polarisieren, zu mobilisieren. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, um überhaupt Druck auf die Politik aufzubauen, Druck auch auf den Bauernverband, der natürlich einer der Verbände ist, die den ganzen Wandel blockieren. Deswegen, ich würde sagen, genau diese Polarität haben wir gebraucht. Können wir vielleicht jetzt ein Stück weit auflösen. Wir müssen auch immer wieder darüber nachdenken, wer sind neue Allianzen, mit wem müssen wir reden und so weiter. Und der Handel ist mit Sicherheit jemand, mit dem man reden muss. Genau, aber aus meiner Sicht ist es ganz wichtig zu sagen, es geht um einen Chancendiskurs, sowohl für Konsumenten als auch für die Bauern. Bis 2020, die Reform der nächsten EU-Agrarpolitik, müssen wir sowohl was die Tier-, also die Haltungsstandards, Richtlinien angeht, ein ganz, ganz großes Stück weitergehen. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, nur in die Agrarpolitik zu gucken. Wir müssen auch in die Handelspolitik gucken. Wir müssen gucken, wir müssen uns überlegen, was für eine Handelsart der internationalen Handelspolitik wollen wir, die uns dann auch noch ermöglicht, unsere Landwirtschaft so zu gestalten, wie wir sie denn gerne hätten. Ich glaube, wenn wir nur auf die Agrarpolitik schauen, ist das ein fundamentaler Fehler. Deswegen, die Handelspolitik ist ein spannender Bereich und dabei belasse ich es heute. Danke. Dankeschön. Kommen wir in die politische Praxis hinein. Von der Schlüsselrolle der Landwirtschaft war die Rede. Wir haben also den Schlüsselminister heute hier. Herr Mayer, wie machen wir das? Wie machen wir alles besser, gesünder? Wie schlachten wir weniger und steigern trotzdem die Einkommen der Bauern? Ja, da sind wir dran, weil natürlich in Niedersachsen als Agrarland Nummer 1, so die Zahlen sind genannt worden, über 10 Millionen Schweine, 103 Millionen Hühnerpoten, Enten, das ist ungefähr die Hälfte der deutschen Tierhaltung, 2,4 Millionen Rinder, haben wir natürlich einen besonderen Schlüssel. Und wir sind natürlich da auch immer auf uns wird geschaut. Und vor 3 Jahren das Amt übernommen habe, hatten wir eine Debatte, da hat die Regierung eine Riesenschlachthöfe gefördert, zum Beispiel der in Lietze, mit großen Wirtschaftsfördermillionen, der hat kleine Schlachthöfe aufgab, das war eine Kapazität von 135 Millionen Hühnern. Heute haben wir jetzt erstmalig, vor ein paar Wochen gerade mit der Kammer zusammen den Nährstoffbericht vorgestellt, zum ersten Mal auch einen Rückgang der absoluten Zahl der Tiere. Also nicht nur im Schweinebereich, sondern auch bei Hühnern und Hunden erstmalig einen Rückgang der Tierhaltung. Der einzige Bereich, der noch steigt, was mir Sorgen bereitet, ist der Milch. Ja, im Milchviehbereich ist nach dem Ende der Quote von vielen geraten worden, bau doch mehr. Und das sind gerade die Bereiche, wo wir gerade richtig miese Preise haben, weil es insgesamt der Landwirtschaft gerade sehr, sehr schlecht geht. Aber nicht wegen der Politik, sondern aus meiner Sicht, weil ein altes Agrarmodell gescheitert ist. Wir haben in den 50er Jahren die Vergemeinschaftung der EU-Agrarpolitik gehabt. Damals ging es darum, möglichst zu subventionieren, damit es billig ist, damit viele Betriebe auf dem Land auch erhalten bleiben, also gegen den Strukturwandel zu arbeiten. Die Zahlen, die Sie vorgestellt haben, zeigen ja, dass das überhaupt nicht geklappt hat. Wir haben jedes Jahr ein Sterben, momentan wieder ein höheres, jetzt wieder so 2% wird prognostiziert an Betrieben, die aufgeben. Sonst hatten wir immer so 1%, aber wir haben eben diesen Riesenrückgang der Zahl der Landwirte und der Betriebe seit den 50er, 60er Jahren. Höfesterben ist ja nicht irgendwie eine Neuerfindung, sondern ist etwas, was weiter fortgeht. Und das ist ein Riesenproblem, was auch Akzeptanzverluste in der Fläche auslöst, weil gleichzeitig werden die Betriebe natürlich immer größer und halten dann eben 40.000, 80.000 Hühner, 120.000 Hühner und etc. Man kann das so weiter produzieren. In Ostdeutschland gibt es Schweinemastanlagen mit 30.000, 40.000 Masttieren, wo Kollegen von mir schon mit anderen Parteien sagen, das ist aber nicht mehr händelbar, das ist zu groß. Da kommen wir also an eine Dimension. Ja, politisch ist das, ist angesprochen worden, eins der Kernthemen, nicht nur die Demonstration, die größten Demonstrationen letztes Jahr waren nicht irgendwelche Rechten von Pegida, die in Leipzig oder Dresden herummarschierten, sondern es war die am Satt-Demo und es war die Demo gegen TTIP mit 250.000 Menschen, die sozusagen auch ein Thema aufgegriffen haben, wie ist eigentlich unsere Ernährungssouveränität, wie ist Verbraucherschutz und wie ist eigentlich unser Agrarmodell der Zukunft mit ganz vielen Landwirten, die dort auch demonstriert haben, denn wir merken, glaube ich, gerade in der Preisphase, dass das Agrarmodell Masse und billig nicht funktioniert und Weltmarktorientierung, weil wir sind nicht billiger als die Chinesen, nicht billiger als die Amerikaner. Und wenn TTIP käme, momentan kommt, wir haben einen abgeschotteten Markt, kommt kein Huhn aus den USA und kein Schwein, weil sie eben kloren oder weil sie
Hormon behandeln oder weil sie gentechnische Veränderungen vornehmen, dann bricht hier etwas zusammen. Weil wir haben einfach zu Recht in Europa ein ganz anderes Agrarmodell mit höherem Verbraucherschutz und höheren Tierschutzniveaus. Und wir haben auch ein höheres Lohnniveau, denn ein Ziel der Agrarpolitik muss auch sein, dass Einkommen bei den Landwirten generiert wird im ländlichen Raum. Und die letztes Jahr haben die 40%, 50%, 60% im Schnitt Umsatz-Einkommensverluste gemacht, die Landwirte, weil auch der Futtermittelbereich, der Schweinebereich, der Milchbereich so abstürzt und das führt zu enormen Verlusten. Deshalb ist, glaube ich, die Zeit für das, was wir sanfte Agrarwende nennen. Das heißt, ein Umbau der Tierhaltung bestehend auf den bestehenden Betrieben aufgesetzt, eben kein abrupter, radikaler Wandel, erstmal alles abreißen, sondern mit den Landwirten zu sagen, wir müssen in eine neue Qualitätslandwirtschaft kommen, die zu höheren Preisen führt und die Tierwohl- und Umweltfragen mit integriert. Und da sind die Agrarzahlungen, deshalb EU-Bund-Länder sind dann sehr wichtig, aus meiner Sicht der Schlüssel, weil die alten, die 50, 55 Milliarden Euro, die die EU ausgibt, 6 Milliarden jedes Jahr nach Deutschland, fließen eben momentan an die Fläche. Früher waren sie an der Produktion gekoppelt, an der Tierhaltung. Jetzt müssen wir hinkriegen, dass sie an gesellschaftliche Leistungen gekoppelt werden. Also ein erneuerbare Energiengesetz für die Landwirtschaft, nenne ich das immer. Also wenn ein Landwirt, was momentan hier gerade in dieser Region sehr vieles Blühstreifen anlegt, dann nimmt er eine Fläche aus der Produktion, kann davon keinen Ertrag erzielen, tut aber was für die Umwelt und tut was für die Bienen und kriegt deshalb vom Staat 59 Euro pro Hektar. Wenn einer Gewässerschutz macht, um Nitrate zu reduzieren und weniger Dünn, kriegt er eine Förderung. Also diese Modelle gibt es genauso wie der Ökolandbau eben auch eine Förderung verdient hat wegen seiner Umweltleistungen, die er zusätzlich für die Gesellschaft erbringt, weil die Kosten der industriellen Landwirtschaft tragen wir dann eben an der Supermarktkasse oder die Thematik Antibiotika, Keime, Resistenzen, Wasserverbände könnten wir jetzt sagen, was das kostet, wenn so viel Nitrat im Grundwasser ist. Also aus meiner Sicht müssen wir dieses Geld nehmen. Wir haben im Bund dafür gekämpft. Es gibt jetzt erstmal einen Zuschlag für die kleinen und mittleren Betriebe. Alles noch zu wenig, aber es ist ein Einstieg. Nicht mehr jeder Hektar ist gleich, sondern seit letztem Jahr kriegen die kleinen und mittleren Betriebe einen Zuschlag für die ersten 46 Hektar. Das ist sozusagen die Durchschnittszahl in Deutschland. Junglandwirte kriegen auch nochmal mehr. Also da so ein Gerechtigkeitsfaktor, dass nicht ein Großbetrieb mit 1000 Hektar das Tausendfache kriegt wie einer mit einem Hektar. Ich finde es gerechter, genau wie beim Steuersystem, dass ein Großbesitzer nicht auch noch sozusagen die größte Masse dann kriegt. Also da umzusteuern. Dann haben wir einen zweiten Kampf gemacht, das ist dann der Einfluss der Länder. Wir haben gesagt, wir wollen umschichten, wir wollen weg von den Flächenzahlungen mehr in die zweite Säule. Die zweite Säule sind die gesellschaftlichen Prämien, die wir als Land dann auch vergeben können. Das ist das Schöne, da haben wir wirklich Gestaltungsspielraum. Da haben wir 4,5% umgeschichtet. EU-rechtlich wären 15% möglich. Und das wünsche ich mir auch, das wären nochmal 800, 900 Millionen Euro zusätzlich für die Länder. Und damit könnte man eben Tierschutzprämien, Umweltprämien nochmal geben. Niedersachsen hat jetzt 1,1 Milliarden Euro in der zweiten Säule und wir haben massiv gerade bei Agrarumweltmaßnahmen aufgestockt. Und als letztes, wie geht das? Da finde ich ja sehr spannend, dass der Agrarbeirat der Bundesregierung, der wissenschaftliche Beirat, hat ein wirklich lesenswertes, langes Gutachten gemacht, das hier erstmal, glaube ich, erschrocken hat, wo gesagt hat, jetzige Tierhaltung ist nicht zukunftsfähig, die ist gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert, Tiere brauchen Auslauf, hat auch einen langen Zeitraum genannt, 24 Jahre wird das dauern, das umzubauen, aber wir müssen weg von Masse und Enge, sondern wir müssen Tiere anders halten, mit intakten Schnäbeln, mit intakten Ringelschwänzen und mit ihren Bedürfnissen entsprechend. Das muss aber finanziert werden, dann auch eine erschreckende oder realistische Zahl genannt, wenn man das auch sehen will, das kostet 3 bis 5 Milliarden Euro. Dieser Umbau. Dann sage ich aber, es fließen jedes Jahr nach Deutschland über 6 Milliarden Euro Agrarzahlungen. Warum nehmen wir nicht einen Teil davon und schichten um und geben Landwirten Prämien? Niedersachsen macht das jetzt erstmalig, zum Beispiel bei Legehennen, das ist weniger Diskussion, mit 2,50 Euro pro intakten Schnabel, wenn man darauf verzichtet. Und die bekanntere Prämie sind 16,50 Euro, die wir seit Dezember zahlen für Betriebe, die sagen, ich halte meine Tiere so, dass der Ringelschwanz intakt bleibt und wir prüfen auch nach, ob es dort zu Verletzungen kommt. Und das ist für einen Betrieb mit 1000 Schweinen, sind das schon wieder 16.500, zwei Mastdurchgänge, 32.000 Euro. Das sind sozusagen die Mehrkosten, die der Staat erstattet für die bessere Tierhaltung. Der zweite Punkt, den Sie gesagt haben, auslisten. Wir verzichten jetzt Ende dieses Jahres, da bin ich sehr stolz, auf das Schnabelkürzen von Hühnern in Deutschland.
In Niedersachsen habe ich es verboten und der Handel hat gesagt, gut, wenn der Meier es verbietet, dann werden wir ab 1. Januar 2017 in ganz Deutschland nur noch Eier verkaufen von Hühnern mit intakten Schnäbeln, weil die Möglichkeit eines Landesagrarministers, das ist begrenzt, wenn die dann aus Holland oder aus Frankreich kämen, kann ich es nicht verhindern und deshalb ist das ein ganz guter Deal. Die Eier werden damit 3 Cent teurer, so haben wir ausgerechnet. Es gibt schon die ersten Modelleier in ganz Niedersachsen bei 2 größeren Handelsunternehmen, die aus unserem Modellbetrieb mit Wissenschaft die aufkaufen. Und da ist dann so ein kleiner Zettel drin, wenn sie die kaufen. Da steht dann drin, wir unterstützen den Tierschutz in Niedersachsen. Die kosten dann 3 Cent mehr. Würde insgesamt den Verbraucher 6,50 Euro kosten beim durchschnittlichen Eierverbrauch. Die Dänen sind letztes Jahr ausgestiegen. Die Österreicher sind in einem 3-Jahres-Prozess bis 2005 ausgestiegen und verzichten auf diese Eingriffe. Und ich glaube, dass wir das auch in Deutschland schaffen. Aber geht nur mit Förderung, die wir machen, mit viel Forschung und Projekte und dass der Handel uns hilft mit dem Auslisten, weil wir es nicht haben. Der dritte Punkt ist Kennzeichnung, ganz wichtig. Wir haben einen einzigen Bereich, habe ich mir jetzt mal angeguckt, wo wir eine umgekehrt, wo wir schon eine Agrarwende haben. Das ist bei den Legehennen. Wird ja behauptet, da haben wir eine Zwangskennzeichnung gemacht, damals Renate Künast, Käfig, Boden, Freiland, aufs Ei geschrieben und Bio. Gab auch viele Debatten darum. Heute kriegt man in keinem Supermarkt in Deutschland mehr ein Ei mit der 3, weil es Verbraucher nicht nachfragen, weil der Handel es nicht will. Gibt es nur noch Lose, manchmal auf Märkten oder in Hotels sehe ich das öfters mal, ohne sie dann zu essen, aber ich gucke mir das mal gerne mal an, was sie vorher kommen. Oder die versteckten Eier im Nudeln, im Backwaren. Dort sind in der Regel Käfigeier und in der Regel aus dem Ausland. Deshalb wäre es wichtig, auch bei Kuchen und Nudeln drauf zu schreiben, wo kommen sie denn her. Ich weiß, dass dann einige umstellen werden, wenn das beim Kuchen draufstehen müsste. Wir haben dort vor 10 Jahren in Niedersachsen 14 Millionen Legehennen gehabt, davon 90% in den alten Käfigbatterien bei ganz wenigen Betrieben. Wir haben heute, Stand 2015, 17 Millionen Legehennen, 3 Millionen mehr. Wir sind Freilandland Nummer 1 geworden, gerade in den letzten 2 Jahren. Der einzige Bereich, der richtig geboomt hat in Niedersachsen, sind konventionelle Freiland, gerade diese Mobilstelle etc. Mittlerweile kommt jedes zweite Freiland- und Bio-Ei aus Niedersachsen. Vielleicht auch mal was Positives zu sagen. Und sind dreimal so viel wie noch die alte Käfighaltung, die jetzt verboten und ausläuft. Und das ist ein Bereich, wenn ich mir. Und wir haben dort mehr Betriebe als vor 10 Jahren. Die sind durchschnittlich kleiner. Also von 17.000 legen wir im Durchschnitt jetzt auf 14.000. Die verdienen aber mehr, weil ich natürlich für ein Freiland einen deutlich höheren Umsatz habe. Das heißt, mit 17 Millionen Eiern, ungefähr ist das ja so, sonntags haben wir ja nicht mehr frei, die Legehennen bei der Zucht, habe ich auch mal einen höheren Umsatz. Und das könnte ich mir auch vorstellen beim Schweinefleisch. Es gibt gerade neue Studien, die sagen, wir vergeuden ein Segment der Käufer, die zwischen Bio und konventionell stehen und 20% mehr bezahlen würden. Die gibt es momentan, die werden überhaupt nicht angesprochen. In Holland ist zum 1. Januar, der Handel hat komplett wieder gelabelt. Also die haben alles im Tierschutzlabel drin. Und wir sagen, Schlachtkonzerne, das sind die gleichen Schweine, die bei uns rumlaufen. Liefern ja auch viele hin, warum kriegen wir nicht solche Standards hin? Das ist dann nochmal meine Forderung, wir brauchen ein einheitliches, staatliches Tierschutzlabel wie bei den Eiern. Da haben wir jetzt einen Vorschlag gemacht als Agrarminister der Länder. Können wir gerne darüber diskutieren. Brauchen wir Milchverhaltung, Weidemilchkennzeichnung, das sind nämlich Nummer 1. Wenn ich einen Verbraucher frage, würde er sagen, wo stehen die meisten Kühe auf der Weide? Würden die meisten sagen Bayern, glaube ich. Die vermarkten das nämlich schön, da sind aber die wenigsten Kühe auf der Weide. Also prozentual stehen die meisten in Niedersachsen. Ja, das würde ich aber noch nie ausrechnen lassen. Die stehen meistens im Nordwesten, in den Grünlandregionen. Also da ist ein Potenzial drin, bessere Preise für die Produkte zu kriegen und damit wieder in Einklang zu kriegen und am Ende einen Konsens zu haben zwischen Landwirtschaft, Verbraucher und Politik, das, was man will, und da sozusagen einen Pakt für mehr Tierwohl, Landwirtschaft und bessere Preise. Und ich glaube, die Zeit ist dafür reif, dass man dieses Bündnis jetzt auch schließt und aufgreift, denn es bleibt die Agrarpolitik ein großes Thema. Auf Landesebene sind wir da in vielen Bereichen vorgegangen, wo ich gedacht habe, das schaffen wir alles gar nicht, aber wir haben meistens im Tierschutzplan vieles übertroffen oder im Konsens neu angefangen, dass man da eigentlich ganz froh zurückblickt und alle Parteien mittlerweile hier anfangen, über Landwirtschaft nachzudenken. Selbst die CDU, habe ich jetzt nachgelesen, hat am letzten Dezember auf ihrem Parteitag beschlossen, wir wollen keine anonyme industrielle Landwirtschaft, sondern eine bäuerliche Familie.